So, hallo Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht's asiatisch zugange hier. Und zwar werden wir an einem Kia Rio, Baujahr 2012, glaube ich, weiß gar nicht so genau, auf jeden Fall ein Kia Rio, Bremsbeläge hinten tauschen, weil die schon extrem am Quietschen waren. Ich habe festgestellt, dass die halt tatsächlich innen schon abgelaufen sind. Dann werden wir den Innenraumfilter noch wechseln, sowie einmal einen Ölwechsel durchführen. Ja, so im Prinzip eine kleine Inspektion an diesem Fahrzeug. Und dann sind wir fertig. Also heute nichts Großartiges, nur Belege, Innenraumfilter, Öl. Deswegen würde ich sagen, Karre anheben bzw. aufbocken, Rad ab und dann direkt weitermachen. In dem Fall braucht ihr zum Zurückstellen des Kolbens so einen universellen Koffer für Bremse zurückdrehen, weil da sind ja im Prinzip ist da eine Nut und da der Kolben muss nämlich gedrückt und gedreht werden. Ne? Ich verlinke euch mal so ein Werkzeug in der Videobeschreibung, schaut da auf jeden Fall mal rein und ja, dann gucken wir einmal noch vielleicht mal kurz drumherum, ob da irgendwas dran ist, aber eigentlich nicht. Deswegen würde ich sagen, viel Spaß bei diesem Video. Bleibt gerne bis zum Ende dran. Lasst einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat und kommentiert gerne was. So, Rad ist ab. Das Einzige, was ihr jetzt hierfür braucht, ist ein 14er, weil Asiaten haben ganz oft runde Ziffern. Das heißt, die benutzen selten 13 und 15, sondern benutzen halt mehr 12, 14 und ja, in dem Fall halt noch 17 hier zum Gegenhalten. Vielleicht, ich weiß es noch nicht. Dann würde ich sagen, lösen wir erstmal hier an. Okay. Okay, brauchen wir nichts anlösen, sehr gut. So, die Schrauben hier hinten einfach rausdrehen. Wenn sich das hier mitdrehen sollte, einfach wie gesagt hier ein bisschen gegenhalten. In dem Fall gehen die gut raus. Denkt daran, vorne den Behälter für die Bremsflüssigkeit zu öffnen, die Handbremse zu lösen und vielleicht ein bisschen was aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter absaugen, damit euch das nicht überläuft. So, und dann zieht ihr hier im Prinzip einfach nur den Sattel runter. Da habt ihr den Kolben, den drücken wir jetzt direkt zurück. Dann nehmen wir uns im Prinzip hier das Werkzeug, so ein Kolbenrücksteller, der ist schon super alt, aber das kauft man sich einmal und man hat das halt für Jahre auf jeden Fall. In dem Fall aus dem Koffer hier so eine Adapterplatte. Das ist jetzt hier die Nummer 7. Keine Ahnung, ob die überall gleich sind. Und hier sieht man natürlich die beiden oder diese Kerben. Da passt nämlich diese Platte genau rein und dreht, kontert hier in die Kerben rein und dann kann man drücken und drehen mit dem Gerät. So, dann hier einmal den Anschlag zurückdrehen. Dann gucken, wie festhalten das Teil. Wenn wir Glück haben, dreht sich das gut zurück. Ja. Das heißt, können hier. So. Und dann habt ihr hier den Kolben schön zurückgedrückt. Einmal zurück. Nehmen mal die Belege raus. Dann können wir uns die Belege angucken. Und sehen hier schon. Ist ziemlich abgefahren und wenn man das hier jetzt so mal sieht, die sind auch schräg abgefahren. Ich weiß nicht, ob das an der Konstruktion des Sattels liegt, weil der ist sehr freigängig. Aber damit muss man halt einfach leben. Hier haben wir halt diesen Verschleißanzeiger, der drückt dann halt im Prinzip
gegen die Bremsscheibe und verursacht dann Geräusche. Und dann wissen wir halt, dass die Belege so gut wie verschlissen sind. So, natürlich einmal alles hier ordentlich sauber machen. Hier sehen wir schön die Belege. Ich zeige euch die nochmal. Die sind schön sauber hier. So, das geht auch noch schön entfetten. So, hier einmal auf den Sattel von innen. So, ist auch schön sauber. Einmal schön ein bisschen Bremsenpaste auf die Auflageflächen und den Belag da rein. So, das gleiche hier hinten. Zack drauf. So, Sattel drauf. Und die Schrauben wieder rein, dann sind wir eigentlich fertig. Bremse auf Druck pumpen gleich natürlich einmal. So, einmal festziehen. Und die Räder wieder drauf. So, Auto wieder runter und dann können wir direkt weitermachen. So, jetzt muss ich ein bisschen Autos umparken und mit dem einmal hier vorwärts reinfahren. Deswegen muss ich jetzt einmal ein bisschen hier Autoparken spielen. Wie gesagt, denkt dran, die Bremse auch noch zu drücken, bevor ihr rausfahrt. Alles. So, hier oben müsst ihr eigentlich nur zum Öl einfüllen gleich dran, weil Ölfilter und Ablassschraube sind unten. Also Ablassschraube natürlich, aber der Ölfilter auch halt. So, ja, deswegen muss ich jetzt ein bisschen anheben, glaube ich, einmal. Oder beziehungsweise ich gucke mal, ob ich da irgendwie von unten so dran komme, dass wir das da gescheit abgelassen bekommen. So, dann lösen wir mal hier die Ölablassschraube. Ne? Ah, ich habe doch... Ach, 17 ist das bestimmt. Jetzt mal gucken hier. Ich glaube, ich muss mal von der Seite filmen. Ja. Sieht man da überhaupt irgendwas? So, jetzt sieht man das. Sehr gut. So, lockt das Schrauben raus. Ohne Handschuhe, warum muss ich die Handschuhe versauen? So, achtet drauf, dass ihr, wenn ihr die Schraube rausschraubt, auch den Dichtring hier drauf habt. Nicht, dass er da hängen bleibt und ihr dann einen zweiten Dichtring nochmal drüber schmeißt. Wäre nicht so cool, könnte undicht werden. Ja, im Endeffekt, ich glaube, hier sind nur 4,5 Liter drin.
Lassen wir jetzt mal eben schnell ablaufen. Und jetzt eben noch den Ölfilter, der jetzt hier sitzt. Das ist der Ölfilter hier. Den auch eben rausschrauben. So, Ölfilter. Band einmal drum. So, da löst er sich schon. So, den neuen Ölfilter so ein bisschen mit Öl benetzen, also den Dichtring hier, ein bisschen Öl drauf. So, und dann drehen wir das Ding hier wieder drauf. Und dann ziehen wir den wirklich nur handfest an. Also der muss wirklich nicht so fest. So, das reicht schon. So, neue Schraube mit Dichtring. Vorher haben wir hier sauber. So, und dann sind wir von hier unten auch schon fertig. Öl ist abgelassen, Ölfilter ist neu, Dichtring ist neu. Einmal Bremsenreiniger, alles sauber machen. Immer schön ordentlich. Bremsenreiniger ist nicht so teuer. Bei Werkstattprodukte gibt es das immer mehr wieder alle paar Wochen im Angebot. Dann kostet die Dose sogar nur 1 Euro. Ich habe mir jetzt zwei Kartons davon bestellt. Und ja, jetzt können wir wieder ordentlich rumsprühen mit dem Zeug. So, Innenraumfilter und dann Öl nachfüllen. Ja, und dann sind wir fertig. Größeren Trichter hatte ich jetzt auch nicht. Öl rein. Ich glaube, da kommen sogar nur 3,5 Liter rein. Ich meine, 3,5 waren das, weil ich habe jetzt nur knapp über 4 Liter. Das hat irgendwie einen Sinn, wieso ich so wenig bestellt habe. So, jetzt müssten da, weiß nicht, 3, ja doch, klappt 3,3 schon drin sein eigentlich. Heißt, wir lassen den Motor einmal laufen. Wir haben jetzt auf jeden Fall mindestens 3 Liter drin. Aber den Motor laufen lassen und dann gleich nochmal den Ölstand kontrollieren. So, gucken wir einmal. Jetzt knapp über Minimum. Wir warten noch ein bisschen, bis das restliche Öl runtergesickert ist. So. Ja, da kann auf jeden Fall noch ein bisschen was rein.
Ja, sind wir knapp unter Maximum. Das ist perfekt. So, hier streichen wir schon mal das Öl durch, den Ölservice. Bremsflüssigkeit ist interessant und ich klebe hier gleich einen neuen Ölzettel rein. Ich weiß gar nicht, was er für ein Wechselintervall hat. Müsste ich jetzt mal hier nochmal gucken. Das. Ich vermute jetzt mal, weil viele Asiaten, die haben irgendwie 15.000er Intervall oder 20.000er Intervall. Ja, egal. Das Ding kriegt eh jedes Jahr einen Service und so viel wird er gar nicht gefahren. Das heißt, den nächsten Service machen wir bei 105, ja, bei 115.000. So, oder in einem Jahr, das heißt im Juli 21. Und dann nächstes Jahr wird dann auch die Bremsflüssigkeit wieder gewechselt. Was machen wir dann noch? Ich glaube, den Luftfilter, Kraftstofffilter könnte man dann, glaube ich, machen. Ja, deswegen haben wir das wenigstens auch schon fertig. Diese Zettel, die habe ich schon super lange, seit ein paar Jahren schon. Ich meine, die hätte ich mir damals bei Lott mitbestellt. Ich glaube, da gibt es die Dinger, oder gab es damals sogar umsonst. Dann gab es einen 50er-Pack oder so einen 100er-Pack, hat man dann umsonst mitbekommen. Ist echt super praktisch, klebt ganz in Ordnung soweit. Besser sind natürlich die Dinger mit dem Metalldrähtchen, weil hier könnte sich der Kleber mit der Zeit lösen. Beziehungsweise man muss halt wirklich gut vorher sauber machen und die Fläche muss natürlich gut haften. So, Freunde, Innenraumfilter, ganz easy. Da hinten seht ihr die Blende. Im Prinzip hier müsst ihr an der Seite zwei so Klipse zusammendrücken, den Deckel abziehen und schon habt ihr hier den Innenraumfilter drin. Muss jetzt nur irgendwie rausziehen. Das klemmt natürlich alles hier. Oh, warte, ich lege mich mal zur Seite kurz. So, zieht er den einfach nur raus. Nehmt ihr euch den neuen und schiebt den dann oben wieder rein. Natürlich hier auf den Airflow achten. Ne? Also im Prinzip die Pfeile müssen runter zeigen. Mal wieder rein. Die Blende hier oben wieder einführen irgendwie. So, und die Blende einfach wieder reindrücken. Fertig. So, das war's mit diesem Video. Alles gewechselt, alles läuft soweit. Ja, habt ihr Fragen, schreibt es in die Kommentare, lasst einen Daumen hoch da, schaltet beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder ein. Und ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Macht's gut. Ciao.